Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Oh Gott, diese Eisenproduktion. Das ist so mein größtes Sorgenkind. Ich kann auch nicht einfach beides so reinlaufen lassen. Das macht ja keinen Sinn vom Teilersystem her. Ich möchte trotzdem das hier mal probieren. Ich glaube, das läuft besser. Ich bin mir sicher, das läuft besser. Kann das sein? Ja, das. Ich glaube, das läuft besser. Ich lasse es mal so und beobachte das Ganze am anderen Ende. So, wir wollen hier hoch. Wir wollen, wobei eigentlich wollen wir unsere Granaten jetzt mal einsetzen. Ich meine, wir wollen ja natürlich auch mal was in die Luft sprengen. Sachen in die Luft sprengen ist cool. Ich baue auch schon mal to go noch so ein bisschen Sprengstoff. Ich meine, man kann nie genug Granaten haben. Ja, ich glaube, das Ganze ist jetzt ein bisschen besser. Ich habe das Gefühl, dass das besser funktioniert, so wie es jetzt ist. Das heißt, wir lassen es so. Wo ist mein Auto? Ey Mann, wer hat mein Auto geklaut? Nein, es ist da hinten. Okay. Das heißt, ich packe auch schon mal meine Granatos aus. Denn meine Granatos. Ja, die werden uns jetzt gleich den Weg durch den Wald bahnen. Anders kann man es nicht sagen. Wald? Ich hasse dich. Ich bin überhaupt kein Fan von Wald. Vor allem nicht in Factorio. Also rate ich dir, das Weite zu suchen. Die packe ich auch nochmal weg. So, wir haben tatsächlich einen ziemlich, ziemlich großen Bau von den Viechern gefunden. Jetzt ist das einzige Problem, wir können diese Viecher eigentlich nie wieder abhängen. Was können denn diese Dinger? Okay, die haben ein wenig mehr HP. Ja, wir werden mal. Ich glaube, das ist echt eine gute Möglichkeit, um mal die Granaten einzusetzen. Tatsache. Wir werden mal die kleinen Viecher los. Und sehen uns an, wie unsere Laserabwehr die großen Dinger handelt, denn ich würde gerne sehen, wie unsere Verteidigung gegen diese Dinger klarkommt. Ich weiß nicht mal, wie viel Schaden meine Lasertürme machen. Ich kann es gerade auch nicht sehen. So, wir schauen mal. Ja, doch, das geht eigentlich recht schnell. Jetzt muss man sagen, dass es in Factorio wohl noch eine viel größere Gegnerstufe gibt. Die haben dann wohl 350 HP, habe ich mir eben sagen lassen. Das ist eine Menge. Unsere Viecher machen 5 plus 1 Schaden. Feuerrate, können wir den Schaden erhöhen? Schadensverhöhung Laserturm, den können wir tatsächlich erhöhen. Das machen wir als allernächstes. Rote und grüne Science Packs kriegen wir ja sehr schnell. Gut, wenn ich ehrlich bin, würde ich jetzt gerne kurzen Prozess mit diesen Viechern machen. Aber aufgrund dessen, dass sie so schnell nachspawnen und wir keinerlei wirklich effektiven Waffen gegen die haben, werden wir das erstmal sein lassen. So, ich hoffe mal, dass unsere Verteidigungsanlagen noch weiterhin gut standhalten werden. Bis jetzt sieht das Ganze ja ganz gut aus. Das heißt, wir verlassen uns da mal drauf. Hallo Baum, hallo Baum, hallo Baum. So, ich parke mal hier. Ich denke, dass ich hier den Wagen am ehesten wiederfinde, weil hier suche ich den auch immer. So, ihr seid am Produzieren, oder? Ja, ihr produziert ganz gut. Nun geht das Ganze wirklich in die Fließbänder hier oben. Jetzt sag nicht, die ist voll. Oh, ihr Papa ist so stolz gemacht. Ja, wir werden angegriffen im Norden. Wie ich es vermutet habe. Sie greifen echt unsere. Hier sind so berechenbar. Ja, sie greifen halt da an, wo unsere Umweltverschmutzung hingeht. Das ist soweit ganz logisch, würde ich sagen. So, jetzt haben wir immer noch unser System hier und ich habe ehrlich gesagt noch keine Möglichkeit, es zu verwenden, aufgrund dessen, dass wir auf das Logistiksystem warten. Das heißt, wir können genauso gut unsere Basis noch ein bisschen abdecken in Sachen Verteidigung. Und zwar habt ihr ja schon öfters von mir gehört, ich würde sehr, sehr gerne Mauern bauen. Ich würde gerne vernünftig reinzoomen. Ich suche nämlich gerade Steine. Ich glaube, das sind auch Steine. Ich bin mir aber nicht sicher. Wir brauchen eine Menge Steine. Denn ohne Steine kriegen wir keine Mauern ran. Und ohne Mauern wird das Ganze zu verteidigen ein wenig schwer. Es ist möglich, kein Problem, aber Mauern machen alles angenehmer. So, ich hätte gerne. Ah, da sind wir. Reparatursticks. Ja, besser als ein Auto gleich neu zu bauen. Einfach mal ein bisschen reparieren.
So, das war unser Pitstop. Ab dafür. Ich finde es ja so gut, dass das Auto einfach mit Kohle läuft. Das ist ungewöhnlich für ein Auto, würde ich sagen. So, her damit. Her damit. Das Problem ist, wir haben hier 3600 und hier 400. Wir haben kaum Steine. Es wird einfach kaum für Mauern reichen. Ich hasse es. Na gut, wir fangen an mit der Produktion von Mauern. 140 sind ja für den Anfang gar nicht mal so schlecht, würde ich sagen. Gut, ich möchte jetzt gerne nur auf die andere Seite mal. Ah, da hat mich das Fließband kurz gehabt, aber wir sind too fast. Das war knapp. Wir hätten beinahe unsere Wasserversorgung gesprengt. Apropos sprengen. Auf Wiedersehen. Wir sorgen mal ein bisschen für Platz hier, für unsere Karre. Na komm schon. Ist wahrscheinlich keine gute Idee, die Teile in der Nähe von Ölbehältern zu zünden. Aber lang lebe die Wissenschaft. Manchmal muss man in den sauren Apfel beißen. Ja, da kommt schon was zum Reparieren, aber was will er reparieren? Oh nein. Habt ihr das gesehen? Sagt nicht, dass es war. Oh, das ist ja wie im Himmel. Diese Dinger sind genial. Die reparieren mir tatsächlich mein schönes Teil jetzt. Ich wollte gerade sagen, was ist das für ein Kreis? Aber ich weiß schon. Gut, wir machen dich mal voll. Das ist unser nächster Pitstop, würde ich sagen. Das nächste Mal, wenn wir Schaden haben. Oder... Fuck. Bäume räumen. Sind die unsere erste Anlaufstelle. Ja, ich setz mal manuell so ein neues Ding dahin. War nicht sehr clever. Ich finde das so geil, dass sie die Teile automatisch reparieren. Also allein für diese Funktion liebe ich die Dinger jetzt schon. So, die Logistik ist jetzt gleich fertig. Und wir sind noch nicht wirklich dazu gekommen, Mauern zu bauen. Reparier schon. Vielen Dank. So, ab an die Front. Ja, wir werden jetzt eine simple Mauer ziehen und anhand der Mauer dann hier auf dem Platz unsere Abwehr setzen. Ja, eine simple Mauer, ich meine es ernst. Wir werden allerdings noch eine Art Eingang bauen. Und zwar soll dieser Eingang uns dann als Öffnung bzw. als Eingang und Ausgang für unsere coole Karre dienen. Ja, machen wir das so. Wo? Ach, da unten. Ja, da unten ist mir das egal. So, ich hätte gerne schon mal neue auf Vorrat. Dann packen wir die alten hier runter. Dann setzen wir Verteidigung hier hin. Am Eingang hätte ich natürlich gerne mehrere Türme. Ansonsten können wir es ein bisschen dichter machen, denn Mauern halten ziemlich viel aus. Die haben 350 HP. Unsere Türme hingegen nur 250 und die halten schon viel aus. Nur damit man das Ganze mal im Vergleich sieht. So, Strom, 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 Strom. So, das wird der eine Eingang, beziehungsweise die eine Seite vom Eingang. So, dann baue ich mir da zwei Türme rein, beziehungsweise drei, damit ich den Abstand wieder weiß. Ja, das wird jetzt ein bisschen heikel, das Ganze auf Dauer zu machen, denn ja, wir wollen ja eine ordentliche Verteidigung, das heißt, wir stecken uns wirklich ein Gebiet ab, das dann unseres ist. Wir bauen jetzt tatsächlich quasi eine Basis. Ich würde echt vom Standpunkt eines RTS-Spielers aus sagen, wir bauen uns gerade eine Basis. Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen, auf Wiedersehen, auf Wiedersehen. Ich würde sagen, neue Granaten, auch wenn wir nicht viele bauen können. Oh, ich liebe diese Dinger, echt, die sind so hilfsbereit. Ich meine, andere Wahl haben sie ja nicht wirklich, aber trotzdem bin ich sehr hilfsbereit. So, dann wollen wir mal die Verteidigung weiter platzieren, so wie sie sich gehört. Schön gleichmäßig. Jetzt haben wir sogar noch so ein kleines Naturreservoir in unserer Basis, was wir eigentlich nicht brauchen und wahrscheinlich mit der Zeit auch vernichten werden. So, weg damit, weg damit. Ich liebe es, wie in diesem Spiel alles mit der Zeit immer mehr Form annimmt.
Ihr wisst bestimmt, was ich meine. Am Anfang hatten wir das hier. Am Anfang hatten wir das hier. Und daraus ist sowas hier geworden. Ich liebe diesen Aspekt dieses Spiels, dass einfach so etwas Großartiges entstehen kann. So, wir setzen das Ganze mal so hier hin. Wir haben das Logistiksystem endlich erforscht und hauen das Eisenbahnsystem hinterher, obwohl ich eigentlich erst meine Türme upgraden wollte, glaube ich. So, jetzt setzen wir hier Lampen hin. Flutlichter, könnte man sagen. Ich würde sagen, die packe ich lieber hier hin. So, jetzt wollen wir weiter Lasertürme verteilen. Das sollte eigentlich so reichen in diesem Verhältnis. In diesem Sinne. Mit jedem Strommasten ein Laserturm ist, glaube ich, eine ganz, ganz intelligente Verteilung. Ich hasse dich, du hast das automatische Placing gerade ruiniert. Und die Tatsache, dass ich nicht nah genug an dem Strommasten dran stand. So, dann wollen wir jeweils wieder einen Laserturm platzieren. Und wir sollten jetzt auf jeden Fall, was den Norden angeht, abgesichert sein. Als nächstes möchte ich natürlich Richtung Nordosten hin absichern, denn das ist so die nächste Baustelle, würde ich mal behaupten. Ich würde sagen, wenn wir unser Auto nehmen, sind wir ein wenig schneller, aber soweit denke ich nicht im Meer. Hier stimmt ein bisschen was nicht. Da helfe ich nochmal nach. So, wir haben Strom. Wir wollen das Ganze natürlich auch mal testen, ob das Ganze wirklich so clever ist, was wir hier gemacht haben. Das heißt, wir klauen uns ein paar Gegner. Ich gucke vorher lieber, ob ich Sprit habe. Wie gesagt, eigentlich ist mir so ein Ding noch nie leer gegangen, weil ich es vorher meistens zerstöre, aber Dinge können sich ändern. So, ich wollte haben Laserturm Schadenstufe 3. Das sind viele. Aber so wie ich das sehe, nur kleine. Das heißt, wir nehmen die kleinen mal mit und testen unsere Verteidigung. Das sind zwar kleine, aber das heißt, dass die Angriffe auch mit hoher Zahl ausfallen, denke ich mir jedenfalls. So, ich sage, ich bin hier drin. Wir zoomen ran. Ja, das scheint ganz gut zu funktionieren. Das gefällt mir sehr gut. Wir sind im Norden abgesichert. Und ich liebe diese Straße, die wir uns jetzt hier provisorisch gebaut haben. Ich würde noch nicht wirklich Straße betiteln. Aber es funktioniert auf jeden Fall schon mal so. So, wir wollen unsere Ziegelsteine abholen, denn ohne weitere Ziegelsteine können wir leider nicht mit der Produktion fortsetzen. Ich sollte das Ganze wahrscheinlich ein bisschen intelligenter hier platzieren. Ja, wir werden oben angegriffen, aber gerade wenn wir oben angegriffen sind, mache ich mir eigentlich keine Sorgen. Wo sind die Holzkisten wieder hin? Da. Denn manchmal habe ich echt einen Fisch auf den Augen oder sowas. Ich habe keine Ahnung. So, ebenfalls Kisten. Ja, habe ich mir gedacht, kein Strom, ist mir aber auch egal. Denn, wofür haben wir Strommasten? Elektrischer Erzförderer, genau das ist das Problem, Kind. Wir brauchen fossile Brennstoffe noch für die Dinger. Das heißt, wir müssen nochmal gleich wiederkommen. Komm schon. Nochmal ein Strommast. Und schon läuft das Ganze. Ja, wir wollen eine möglichst automatische Produktion. Wir wollen... Ah, das haben sie gut hinbekommen. Wir wollen ebenfalls ein wenig Kohle. Ich wollte gerade schon sagen, wir werden angegriffen. Was? Und dann stehen wir auch noch genau daneben. Okay, aber gut zu wissen ist, dass diese Konstruktionsroboter keine unendliche Reichweite haben. Denn hier haben wir immer noch eine Menge angeschlagene Gebäude. So, dann wollen wir euch nochmal nachfüllen. Denn ihr sollt ja, wie gesagt, möglichst lange laufen. Raus. Ebenfalls raus. Rein. Mauer. Bauen. Los. Vorwärts. Marsch. Ja, man sieht, jetzt können wir schon nur noch 59 bauen. Mauern werden echt ein großes Problem. Denn wie gesagt, Steine sind, würde ich sagen, so die kostbarste Ressource mitunter. Okay, an der Ecke wurden wir noch nicht angegriffen. Das Ganze würde ich mir gerne ansehen. Ich würde sagen, es wäre sogar ganz intelligent, wenn wir hier unten in der Region noch einen Roboterhangar bauen.
Das heißt für uns, dass wir jetzt gleich erstmal eine Menge Ressourcen auftreiben müssen, denn so ein Roboterhangar ist jetzt nicht sehr lustig zu bauen. Ich nehme nochmal meinen Schnellplatz im oberen Gebiet. Ja, Stahl komme ich schnell ran. Laufe ich einfach kurz hier hin. Genauso wie die Zahnräder, die wir dafür brauchen. Aber es ist gut, dass die Zahnräder sich inzwischen stauen. Das heißt nämlich automatisch, dass der Rest unserer Produktion schneller läuft, beziehungsweise besser ausgelastet ist. Ja, lass mich kurz überlegen. Der Roboterhangar. Ich brauche Fluggestelle. Nicht viele, aber ein paar. Ich würde daraus lieber eine Holzkiste machen, damit das Ding nicht allzu voll wird. Na komm schon, Roboterhangar. Natürlich gehst du ins Inventar. Mein Gott. Ja, Holzkiste ist mir wesentlich angenehmer, wie gesagt. Hier fehlen die Computerchips. Das ist gut und schlecht zugleich. So, dann bauen wir davon nochmal 15 Stück. Eine Menge Reparaturkits. Dann sehen wir uns mal an, woran liegt. Ja, ich habe mir schon gedacht, das Öl geht aus. Oder? Ja, die Tanks sind voll, die Tanks sind voll. Die Tanks sind nicht voll, die Tanks sind ebenfalls nicht voll. Wir haben kein Öl. Aber wir haben im Osten weitere Ölquellen. Das ist also auch nur ein temporäres Problem. Ein kleiner Rückschlag in unserer Reise in Factorio, würde ich sagen. Ein großer Rückschlag, aber da unten. Ah, nee, doch nicht. Es sah aus wie ein anders gefärbtes Ausrufezeichen. Nach dem Motto, es ist das kaputt. Ups. Ja, so sah es aus, fand ich, auf dem Radar. Gut, dann stellen wir uns mal hier hin. Sorgen für den Roboterhangar. Da ist er auch schon. Gut, ich würde sagen, ich platziere dich mal einfach ganz stumpf hier hin. Ja, er fängt sofort an zu meckern. Ey, Kollege, wir brauchen hier Zeug. Ja, ihr kriegt auch sofort Zeug. Ihr kriegt nämlich 20 Roboter von mir. Und einen ganzen dreckigen Haufen Reparatursticks. Und damit dürft ihr euch dann mal an die Arbeit begeben und mir alles reparieren. Was, was, was? Keine Brennstoffe? Das verstehe ich jetzt nicht wirklich. Du hast keinen Strom. Das verstehe ich auch nicht wirklich, wenn ich ehrlich bin. Tatsächlich. Na gut, pack mal einen zwischen. Dann produziert er ebenfalls. Ja, wir hätten unsere Eisenproduktion quasi um ein Eisenplattending die ganze Zeit verbessern können, aber nein, warum auch? So, hier sind noch 3200 drin. Da sind noch 13 drin, das heißt, wir können jetzt quasi zugucken, wie das Ding kaputt geht. Ja, es geht ja nicht kaputt, aber wir können es ja dann schon mal abbauen. Nun mach schon. Muss ja jetzt auch keinen Akt draus machen, oder? Ich sterbe. Ja, das war deine Theaterstunde. Das heißt, wir machen uns wieder auf den Weg und hoffen, dass die andere Quelle noch einige Zeit reicht. Wir sorgen dafür, dass wir noch ein paar Mauern herstellen. So, hier wurde alles repariert. Wunderbar. Oh, in der Nacht fahren. Bin doch nachtblind. Nein, bin ich nicht. Ich kann eigentlich gut in der Nacht sehen, aber in Spielen ist das immer was anderes. So, wir wollen weiter. Genau, wir wollen nämlich hier weitermachen. Uns weiter einschließen. So, dann ziehen wir das Ganze mal rüber. Ja, wir werden noch eine ganze Menge Mauern brauchen, so wie das Ganze hier aussieht. Denn ich möchte ja möglichst mein Gebiet so eingrenzen, dass ich sehr viel da drin habe. Wenn ich jetzt mal gucke, das reicht, um unser Gebiet einzugrenzen. Das heißt, ich mache auch nicht weiter, ich gehe von hier aus runter. Das heißt, wir haben einen riesigen Bereich, in dem wir für Produktion, ich sage es wohl bewusst, Produktion expandieren könnten. Alles andere wäre nämlich Schwachsinn, denn hier gibt es keine vernünftigen Ressourcen, außer die Kohle hier oben. Allerdings werden wir die Kohle so schnell, denke ich mal, nicht benötigen. So, dann wollen wir mal wieder America Style machen, wie es schon mal angemerkt wurde von euch. Weg mit den Bäumen. Ja, Granaten wären natürlich geiler. Ich kann ja schon mal ein paar Bastel nebenbei. Dass man solche Arbeit nicht mit dem MG machen kann. Das kotzt mich so an. Ne, Hacken geht definitiv langsamer. Ich weiß nicht, wofür es Spitzhacken in dem Spiel gibt.
Oh ja, auf Wiedersehen, Bäume. Oh. So gefällt mir das. Eine kleine baumlose Ecke. So, das sollte reichen. Mehr können wir im Moment eh nicht bauen. Das heißt, wir können mal wieder unsere wunderschönen Strommasten platzieren. Und haben uns gleichzeitig gegen Nordostangriffe abgesichert. Wunderbar. Mein schönes Auto, bitte einmal zur Seite. Na, das rollt weiter, das ist uncool. So, bitte mehr Strommasten. Du scheiß Auto, musst du echt in den Weg gehen, es ist unglaublich. So ein Kacklappen-Auto. So, wir haben noch einen Masten. Das heißt, wir bauen dann wohl kurzerhand mal neue. Zum Glück können wir das. Gut. Wir stehen nicht nah genug ran. Auch nicht schlecht. Jetzt aber. Das ist ein bisschen doof gerade, weil es nicht so perfekt funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber das sollte auch klappen. Sieht wahrscheinlich auch nicht schlecht aus. So, wir setzen die letzten Lasertürme, die wir haben, und verteidigen damit schon mal unser Gebiet. So, die dahin euch weiterhin verteilen über die Seiten. So, ich würde sagen, sollten wir wirklich mal Engstand kriegen jetzt mit unseren Verteidigungsanlagen, was ihre Lebensenergie angeht, können wir mal wieder einen Roboterhangar bauen und diesen dann das Ganze versorgen lassen. So, das heißt, wir haben unseren Zaun aufgestellt. Ich weiß nicht wieso, aber mich erinnert das Ganze ja gerade extrem an Jurassic Park. Kennt ihr diese Zäune noch aus dem Film? Diese Elektrozäune? Ich weiß nicht. Meine Laserverteidigung hat was davon, finde ich. Ja, der will mich reparieren, aber auf den kacke ich gerade mal. Tut mir leid, kleiner, freundlicher Roboter. Aber ich denke, dass ich hier unten ebenfalls eine gute Reparatur abgreifen kann. Keine Sorge, ich stehe nicht in Konkurrenz mit euch und denen. Ich möchte einfach nur eine bessere Position haben. Habt ihr nichts mehr? Doch, ihr habt noch was. Dann frage ich mich aber, wieso reparieren die nicht? Wahrscheinlich, weil der eine Roboter jetzt bis auf dem Weg zu dem hier ist. Das kann natürlich sein. Gut. Wir sollten hier fertig abgegrast haben. Das heißt, wir plündern die Vorräte, ziehen den Masten ab, denn der ist nicht mehr nötig. Plündern hier ebenfalls die Vorräte. Das waren nicht sehr viele. Aber es waren immerhin ein paar. Ja, das ist irgendwie doof. Ich bin gerade überlegen, wie wir das Ganze lösen werden. Wir bauen uns, ja, ich hab's gewusst. Wir bauen uns jetzt ein paar, wie soll ich sagen, dampfbetriebene, nein, fossilbrennstoffbetriebene Kessel auf Steinvorkommen abseits in der Umgebung und werden dort halt Produktionen einrichten, wo wir dann ab und zu sammeln können. So, danke Auto. Ups. Das war ich nicht. Das war der Roboter. Ja, das Fahren üben wir nochmal mit den Dingern, ich weiß. Ja, ich warte kurz hier, denn ich würde gerne den Laserturm wieder da hinsetzen. Leider. Psst. Ihr habt nichts gesehen. Leider können wir momentan noch nicht unseren Robotern sagen, dass sie es neu bauen sollen, beziehungsweise doch können wir. Allerdings müssen wir ihnen dann eine Kiste zur Verfügung stellen, wo das ganze Material dafür drinnen ist. Oh, das hier ist eine nette Stelle. Das nutze ich doch gleich mal aus, um mir hier so ein paar dampfbetriebene Kessel hinzusetzen, beziehungsweise kohlebetriebene Kessel. Ja, die kennt ihr wahrscheinlich noch, auch wenn es länger her ist. Die Dinger haben wir das letzte Mal von einer ganzen Weile benutzt. So, da packen wir jetzt auch schon ordentlich Kohle rein. Leider brauchen wir noch mehr ordentlich Kohle, denn da kommen noch 4 Öfen vor. Das habe ich gerade erst bedacht. Wir haben nur 2 Öfen. Na gut, ich kann ja schnell neue Öfen bauen. Ich muss nur hier ein bisschen im Kreis laufen und die Steine einsammeln. Ach, diese Roboter sind so zuvorkommend, echt. Es ist wie so eine fremde Hilfe, die jetzt eingreift. Ich meine, das ist es. Aber das ist einfach nur wunderschön, dieses Gefühl, dass Papas kleine Maschinen Papa helfen. ich
Ich kann mich daran nicht satt sehen, dass wir halt Unterstützung aus den eigenen Reihen jetzt inzwischen haben. So, genau, ich brauche Kohle. Ich würde sagen, da kann ich hier eben aussteigen. Und ein wenig was abgriffeln. Ich würde sagen, Kohle ist so das Letzte, was uns in naher Zukunft ausgehen wird. Eisen sogar noch eher. Wobei, keine Sorge, da haben wir auch Vorräte in der Nähe. Aber ihr wisst, was ich meine. Oh, da war ein kurzer Leck. Das Spiel hat ab und zu so kleine Micro-Lags. Also das ist euch wahrscheinlich auch schon aufgefallen. Das ist nichts von der Aufnahme oder Cut oder ähnliches. Das ist vom Spiel so. So, automatisierte Zugnetzwerke, die müssten wir auch bauen, wenn wir wollen, dass wir sowas einrichten. So, vielen Dank. Ja, jetzt wird hier ebenfalls ordentlich Ziegel produziert. Das ist sehr gut. Ich sehe gerade, dass wir alles über den Haufen fahren, was wir gerade gebaut haben. Ich bin ein Schwachmat manchmal. Ja, davon sollten wir noch welche haben. Haben wir. Das mit dem Ofen ist eine andere Sache. Vielen Dank. Jetzt sag nicht, die Kohle ist raus. Wir müssen neue Kohle holen. Verdammt nochmal. Also das kackt mich echt noch so ein bisschen an, muss ich sagen. Es ist zwar ganz sinnig, dass Sachen kaputt gehen, aber man muss teilweise echt vorsichtig sein beim Fahren. Ist ganz gut, es soll keine Kritik sein. Ich find's gut. Es hört sich wie Kritik an. Kann ich auch nachvollziehen, dass es sich so anhört. Aber ich finde es tatsächlich gut. Was ich nicht gut finde, ist das hier. Die sind leer. Seht ihr das? Und wer hat auch nicht mehr viel zu fressen? 11. Ich kann ich auch schon abbauen. Ist ja lächerlich. Nicht per Hand schneller abbauen, den Scheiß. Ja, ich baue es jetzt tatsächlich per Hand ab. Ich meinte das ernst. Ja, unser Kupfervorkommen, welches uns wirklich exzellente Dienste erwiesen hat, ist leider gerade, ich würde fast sagen, leer. Es ist noch nicht ganz leer. Das war das automatisierte Zugnetz. Aber es neigt sich langsam der Leere, der totalen Leere. Das ist uncool. Das ist sehr uncool. Was wir jetzt machen werden, ist hier noch möglichst alles ausschöpfen, was wir haben. Ja, wir müssen ja nichts verschwenden von dem guten Zeug. Ich meine, Kupfer ist Kupfer. Warum nicht? So, dann wollen wir das Ganze nochmal ein bisschen umsetzen mit dem Strom, damit wir auch wirklich an alles rankommen. Ja, damit haben wir eine bessere Kupferproduktion als vorher, würde ich sagen. Die sind inzwischen leer, das ist gut zu wissen. So, da sitzt 4000 drauf. Da sitzt ein feuchter Fuchs drauf. Ja, ich würde sagen, das nächste Mal, wenn wir hier was machen, dann ist das Kupfervorkommen wahrscheinlich leer. Gut, was ich jetzt machen werde, ist mein Auto zu Schrott fahren und wieder zu Fuß laufen, weil ich es einfach nicht gebacken kriege, das Auto vernünftig zu steuern. So ein Scheiß. Ja, ich werde definitiv ein neues Auto bauen. Ich finde, dass diese Bewegungsmethode einfach viel, viel schneller geht. Man kann es nicht anders sagen. Es ist wahnsinnig schnell. So, die machen wir voll. Die machen wir leer. So, die bauen wir um. Ja, wir kriegen inzwischen einen Angriff nach dem anderen rein. Aber sind wir mal ganz ehrlich, solange wir unsere Laserverteidigung haben, seht ihr das? Holy shit. Mach den Scheiß hier frei. America. Ja, wir haben ein großes Steinvorkommen gefunden. Die sind selten. Die sind verdammt selten. Ich würde sagen, wir können hier gleich einfach mal elektrische Masten rüberleiten. Holy shit, das ist der verdammte Urwald. Und dann haben wir auch weniger Sorgen in Richtung Mauerbau. Was ich natürlich erstmal ganz toll finde, weil ihr seht ja selber, es ist eine Scheißarbeit, Mauern zu bauen. Wir sind die ganze Zeit im Hin- und Herfahren und sorgen uns darum, dass nichts währenddessen passiert. Sind am Tacken, gerade nicht, aber wir machen mal weiter. Ermöglicht es den Bau von Zugsignalen. Ich habe wirklich noch null Ahnung, wie das Ganze funktioniert. Das werden wir, wie gesagt, gemeinsam lernen. Ich kann es nicht oft genug sagen. Ich möchte mich ja auch so ein bisschen in Schutz nehmen vor den ersten Hate-Kommentaren, die dann kommen könnten. Ich glaube nicht, dass von euch welche kommen, aber ich mache es dann zum ersten Mal. Nochmal jetzt kollektiv an alle.
Deswegen kann das dauern, denn ich lerne es dann auch erst. So, Mauern. Mehr Bäume weg. Oh, ganz, ganz schlimm. Das ist wirklich ganz, ganz schlimm, finde ich. Jetzt muss ich die so lang per Hand abbauen. Oh, da sind wieder Kugeln. Ja, das geht wesentlich schneller. Oh, Schrotflinte. Ach, ich liebe das Ding. Ich meine, Overkill ist natürlich immer noch die Granate. Ich glaube, ich werde nach dem Zugsignal auch mal ein bisschen auf Sprengstoff tacken. Ich würde gerne sehen, was noch möglich ist an Sprengstoff. Mehr als Granate hatte ich noch nicht. Und wenn wir natürlich noch größeren Sprengstoff freischalten können, wäre das natürlich cool. Ich drück's mal ganz simpel aus. Cool, ja. So, unsere Mauer zieht sich immer weiter nach unten. Dieser scheiß Baum hier. So, ich möchte mal gucken, was derweil in meinen unteren Baubereichen abgeht. Ja, wir kriegen immer wieder Angriffe rein. Ich habe das Gefühl, die Ausrufezeichen verschieben sich so ein bisschen. Und ich möchte natürlich sehen, ob sich hier irgendwas in meine Verteidigung verschiebt. Man sieht ganz klar, die Angriffe werden wirklich größer. Also vorher lag der Fokus auch auf anderen Gebieten. Jetzt gehen sie wieder strikt an die Kohle ran. Ich würde sagen, los, Power Ranger, mehr Verteidigung. Ich meine, das Teil hier ist ansonsten noch wichtig und ansonsten ist mir das auch wieder egal, was sie da tun. Aber solange die mir die Ecke hier bloß am Leben lassen, jetzt sagt nicht, der Strom reicht nicht aus. Ich gucke doch extra immer, dass ich innerhalb von diesen Bereichen bin, oder? Ich verstehe es manchmal nicht. Na gut, wir gehen zurück. Wir haben noch einiges zu tun. Wir brauchen aber auch noch einiges an Material, fällt mir gerade ein. Und zwar ist mir nicht entgangen, dass wir immer noch neue Ölversorgungen brauchen. Das heißt, wir werden uns jetzt mal am Endlager unserer Produktionsbänder von so ziemlich allen einen großen Batzen holen.